Und zwar mache ich heute folgende Umfrage. Ich frage die Menschen, was sie zum Thema Krieg zu sagen haben. Du meinst wahrscheinlich Ukraine-Filme, ne? Was sagen die Leute zu Syrien und allem? Überall ist Krieg, keiner sagt dazu was. Waffen sind halt generell scheiße. Generell, ja, immer scheiße, Bruder, ne? Ich bin jetzt nicht der größte USA-Freund, ich könnte jetzt viel auf die USA schieben. Ich halte mich komplett raus. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Nimmst du auf oder was? Yes, online sir. It in, man. Let's go. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Brother Ephraim hinter der Kamera, was geht, Bro? Was geht, Bruder? Wie geht's, alles gut? Ja, bei dir? Siehst gut aus, Bruder. Du auch, Bruder. Schön am Glänzen, Alter. Ich schwör's dir. Folgt dem Bruder auf jeden Fall auf TikTok. Erster Link in der Beschreibung. Küss dein Herz. Er macht geile, witzige Videos. Was machst du so afrikanische Eltern auch so nachmachen und so, ne? Geil auf jeden Fall. Ist funny, Digga. Ich küss dein Herz. Heute machen wir heute eine Umfrage. Und zwar sind wir wieder unterwegs in Hannover. Du kannst ja mal kurz eine kleine Runde machen. Genau, und zwar habe ich mir gedacht, dass wir heute mal auf den Straßen in Hannover die Menschen zum Thema Krieg befragen. Während wir hier gerade in der Stadt sind und eigentlich unseren Tag genießen, herrscht in vielen Teilen auf der Welt leider Ungerechtigkeit und oder Krieg. Was geht ab, man? Alles gut? Ja, selbst. Ja, muss doch, ne? Wollt ihr kurz mitmachen oder was hier bei meiner Umfrage? 100%. Wie geht's? Wie heißt ihr denn, Jungs? Max heiße ich. Dich kenne ich doch auch, Bruder. Ja, was geht denn? Moin, was geht ab, Leute? Absolut um 16.33 Uhr. Wir haben 16.26 Uhr. Okay. Wie ist dein Name? Also Max. Max. Janis. Janko. Wie? Janko. Janko? Marius, Bruder. Marius? Hier ist David, Stopp 0. Alles klar. Und ihr seid auch TikTok-Fame, oder was? Was heißt TikTok-Fame, Bruder? Ich mache halt TikTok so. Was machst du denn da? Bruder, ich zeig mein Leben, ich zeig, was ich esse. Komm mal hier einfach zwischen euch so, ne? So frech. Ich zeig mein Leben, ich zeig, was ich esse und das war's auch schon. Okay. Ja. Okay, nice. Und zwar mache ich heute folgende Umfrage. Ich frag die Menschen, was sie zum Thema Krieg zu sagen haben. Bruder, was soll ich zum Krieg sagen? Wer mag schon Krieg, ne? Also das ist auf jeden Fall immer scheiße, ne? Mhm. Ich habe aber gar nicht so viele Informationen. Du meinst wahrscheinlich Ukraine-Filme, ne? Generell, ja, immer scheiße, Bruder, ne? Mhm. Immer scheiße. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist eigentlich aber du persönlich, du informierst dich jetzt nicht so unbedingt? Ich bin jetzt nicht krass informiert, so, ne? Ich weiß jetzt nicht warum und weshalb und ich weiß halt nur, dass es so ist. So. Mhm. Okay, was sind eure Gedanken dazu? Ja, das gleiche Thema, was er Marius auch gesagt hat, ne? Also ich bin auch nicht dafür, weißt du? Also Bruder, in 6 Minuten kommt mein Zug, ich zieh weiter. Klar. Okay, hey, was sagst du dazu? Krieg ist nie gut, die ganze Panik verstehe ich nicht so. Also ich würde jetzt kein Öl so ausverkaufen, aber naja. Das ist auch schon wieder krass, ne? Ja. So wie damals bei Corona, wo sie die ganzen Klopapierrollen weggekauft haben, ja, ist ja jetzt mit dem Öl. Naja. Ist ärgerlich. Ja. Klopapier auch nicht mehr, ich muss mit der Hand erwischen. Und so weiter. Ja, alles, und so, ne? Ist krass. Mehl, alles einfach. Ja, Mann. Und du, was sagst du dazu? Der Krieg nie gut. Nie gut, nie, nie. Make peace, make love, don't fight, so Klassiker. Ja, was soll ich sagen? Hat alles seine Auswirkungen, hat alles seine Gründe. So. Ich bin jetzt nicht der größte USA-Freund. Ich könnte jetzt viel auf die USA schieben. Wir können jetzt ganz viel drüber reden, aber müssen wir auch nicht. Einfach im Gesamten. Kannst du mal deine Meinung raushauen, wenn du möchtest? Ja, ich meine, im Endeffekt, Krieg ist so oft motiviert durch Geld, im Endeffekt, durch Machtspiele. Es ist einfach so unnötig. Geld ist so eine quasi eine Illusion, die wir uns selber geschaffen haben, wodurch wir irgendwie meinen, was bestimmen zu können und meinen, dass der am meisten hat, dann halt auch am meisten Macht hätte. Und also du bist Ganze auch der Meinung, dass das meiste Leid auf der Welt dadurch entsteht, dass Menschen mehr Macht und mehr Geld haben wollen wahrscheinlich, wa? Ja, es sind die Individuen, die halt versuchen, sowas voranzutreiben, halt einfach so aufgrund von, keine Ahnung, Ego-Komplexen, sonst was, einfach nur Machtgefügen. Ja, es ist ein breites Thema, ne? Also, ehrlich, ja, was soll ich sagen, Krieg nie gut. Aber finde ich gut, deine Einstellung. Ja. Love, Peace and Harmony, man. So. Cool, Leute. Ich wünsche euch was, ne? Bleibt stabil. Genießt den schönen Tag noch. Wir sehen uns, ja? Wie heißt du eigentlich? Leon Lovelock, Bruder. Leon Lovelock. Genau. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Ja, sieht man auf TikTok und so mäßig? Er ist auf TikTok, ja. Ach so. Ja, ich bin auch ein bisschen TikTok-mäßig. Nice. Mach nur so, auch so wie du Straßenfragen. Okay, cool, Alter. Deswegen. Aber nur TikTok, nicht so YouTube-mäßig. Okay, nice. Weißt du? Okay. Mach weiter. Schau, was geht raus, Digga. Yes, Freunde. Ihr habt schon gemerkt, wir gehen heute auf den Straßen in Hannover ein bisschen rum und fragen die Menschen einfach mal, was sie zum Thema Krieg sagen, was es mit ihnen macht, wie sie zum Thema Krieg allgemein stehen und vielleicht auch, wie man helfen kann, was sie schon getan haben, um zu helfen. An der Stelle will ich einmal Shoutouts raushauen an alle Menschen, die sich für Frieden, Freiheit und Liebe einsetzen. Ich küsse euer Herz, bleibt so, wie ihr seid. Jetzt geht's los. Hey, kannst du nicht machen. Wie ist dein Name? Dennis. Dennis, ich bin der Leon, hi.
Freut mich, Dennis. Wo kommst du her? Hannover. Hannover, ja? Wie alt bist du? 27. 27. Und zwar frage ich die Menschen heute, was sie zum Thema Krieg zu sagen haben. Wir haben ja aktuell die Situation, dass in unserer Nähe quasi ein Krieg stattfindet. Was sind deine Gedanken dazu? Ja, ist schwierig. Krieg ist überall. Mhm. Jetzt ist er gerade in der Nähe. Die Leute haben Angst, weil er jetzt dicht dran ist. Aber was sagen die Leute zu Syrien und alles? Mhm. Überall ist Krieg. Keiner sagt dazu was. Aber jetzt, wo er vor der Haustür ein bisschen ist, da fangen die Leute auf einmal an zu zittern. Das ist Schwachsinn. Mhm. Kannst du nicht verstehen, oder was? Ich kann verstehen, dass die Leute Angst haben. Und ich kann verstehen, dass Krieg scheiße ist. Mhm. Aber nicht, dass die Leute hier ein Fass deswegen jetzt aufmachen. Aber in Syrien überall nicht. Mhm. Irak, Afghanistan, überall wird nichts dazu gesagt. Ja, verstehe ich. Hier wird gesungen für die Leute und die anderen Leute verhungern auch auf der ganzen Welt. Mensch ist Mensch, ne? Mensch ist Mensch. So ist es. So ist es. Was sagst du zu der Diskussion, ob wir als Deutschland Waffen liefern sollten in das Gebiet? Was sagst du dazu? Wir sollten Waffen abschaffen. Mhm. Alle sollten abrüsten. Also du glaubst auch nicht, dass mehr Waffen zu mehr Frieden führen, sondern wahrscheinlich zu mehr Gewalt. Wer glaubt schon, dass Waffen zu Frieden führen können? Es wird immer Idioten geben. Ja. Menschen sind darauf gepolt, dass es immer Idioten geben wird. Ja, und vor allen Dingen, es gibt halt auch einfach Menschen, die nicht sich so viel Gedanken machen, sondern einfach im Fernsehen das hören, was im Fernsehen läuft, sag ich mal, und dann die Meinung einfach übernehmen und sagen, ja, Waffen sind gut. Ja. So, weißt du, obwohl sie sich selber gar keine Gedanken gemacht haben. Weil ich glaube auch, am Ende des Tages, wenn man sich wirklich Gedanken darüber macht, kommt keiner auf den Entschluss, dass Waffen mehr Frieden, also dass Waffen für mehr Frieden sorgen, denke ich. Safe. Ja. Waffen werden nie zu Frieden führen. Ja. Okay, gut. Aber ich glaube, der Mensch ist auch nicht... Aber wie soll man sagen? Es gibt viele Menschen auf der Welt. Ich denke mal, der größte Teil davon will Frieden. Aber es wird... Krieg wird es immer geben. Meinst du, ja? Das ist in den Köpfen von Menschen verankert. Sobald es um Religion geht, um Geld geht, um Politik geht. Du hast immer irgendeinen, der sich über den anderen stellen will. Das wird niemals aus den Menschen rausgehen. Deswegen wirst du immer Krieg haben. Es sei denn, wir lernen mal wieder richtig zu lieben, uns alle gegenseitig. Aber ja, ist ein schwieriges Unterfangen so, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich habe die Hoffnung schon lange aufgegeben. Echt, ja? Ach was, ey. Immer mal versuchen, positiv zu bleiben, das Beste draus zu machen, sage ich, ne? Alles klar, Digi. Dann danke ich dir für deine Meinung. Kein Problem. Wir sehen uns, ne? Ciao. 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 Gleichfalls. Gute Meinung. Gute Meinung. Er ist der Chef. Wie ist euer Name? Ich bin Kamil. Kamil und? Jenny. Jenny. Wie alt seid ihr? Ich bin 22. 22? 21. Kommt ihr aus Hannover, ja? Ja, Nähe. Nee? Nähe. Nähe. Okay, alles klar. Und zwar frage ich heute die Menschen, was sie zum Thema Krieg sagen. Wir haben ja aktuell die Situation, dass in unserer Nähe quasi ein Krieg herrscht. So. Was sind eure Gedanken dazu? Bruder, scheiße, ja. Mhm. Ja, kann man sich das so sagen. So halt. Beschäftigst du dich damit so? Also kriegst du es mit? Doch, schon, aber ich juck gar nicht, was soll ich sagen, so, ich werde es gar nicht mitkriegen, weil eigentlich das so nicht meine Sache ist halt. Ja. Das sind nur Präsidentensachen und so, alles Politik und so mich, Bruder. Also jetzt halt Krieg, so, was soll ich dazu sagen, da ändert eh nichts. Wenn ich mich jetzt 2 Stunden damit beschäftige, da ändert eh keiner Dings jetzt. Ah, okay. Oder was passiert dran, ich weiß meine, das ist okay, egal. Okay. Was sagst du dazu? Ich halte mich komplett raus. Du hältst dich raus, ja? Okay, alles klar. Dann war's das schon. Ich küsse dein Herz. Dankeschön, ne? Viel Spaß, euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Ich komme mal hier ganz frech neben euch einfach. Wie ist euer Name? Svea. Svea und? Eike, ich bin der Leon. Hi. Hi. Hi, wo kommt ihr her? Aus Hannover. Aus Hannover? Wie alt seid ihr? 23. 23. Und du? 25. 25. Und zwar frage ich heute die Menschen, was ihre Gedanken zu dem aktuellen Krieg sind. In der Ukraine. Ja, furchtbar. Scheiße. Unnötig. Einfach nur dumm. Schockierend. Man kann eigentlich gar nichts dazu sagen. Also, das ist schwachsinnig. Kriegt ihr das aber mit, ne? Beschäftigt ihr euch auch damit so, ja, oder? Ja. Also kommt ja jeden Tag auch auf den Social Media Plattformen, im Radio. Also geht ja hauptsächlich darum. Was macht das mit euch so? Macht das irgendwas mit euch oder verfolgt ihr das einfach und denkt euch blöd, aber es hat jetzt keinen Effekt auf euer eigenes Leben? Das ist schon bedrückend. Also man macht sich natürlich schon Gedanken und es könnte einen ja genauso treffen irgendwie. Ist nicht weit weg. Aber es ist halt noch, also es ist halt nicht hier vor Ort, deswegen ist es ja, also man lebt sein Leben so weiter sozusagen. Ein bisschen surreal, so ein bisschen unrealistisch, ne? Wenn genau. Man es direkt mitkriegt. So. Und was sagt ihr denn zu dem Thema Waffenlieferung? Also dass wir als Deutschland quasi Waffen dahin liefern, damit wir auch für mehr Frieden sorgen dann im Endeffekt, wird uns ja gesagt. Was sagt ihr dazu?
Meint ihr, dass mehr Waffen zu Frieden führen könnten? Oder seht ihr das auch als unsere Verantwortung vielleicht, dass wir dahin Waffen liefern müssen sogar? Also ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Ja. Ich finde auf jeden Fall, dass wenn sie angegriffen werden, dass sie sich auch verteidigen können müssen. Aber Waffen sind halt generell scheiße. Also. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, das ist auch nicht schlimm. Was sagst du dazu? Ich sehe das auch so. Okay, cool. Dann war's das schon. Danke für eure Gedanken. Jo. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ja? Bis dann. Ciao. Ich habe jetzt einfach einen Bruder getroffen von meiner Heimatstadt quasi, ne? Aus Henigsen, Bruder. Ey, scheiß dir, geil. Ich habe dich so von der Ecke gesehen. Ich dachte, ey, den spreche ich mal an mit Dreadlocks und so. Mal gucken, was er zum Thema sagt. Aber auf einmal sehe ich dich. Ja, welches Thema denn? Wir haben heute das Thema Krieg. Ah, Krieg. Weil wir die Situation haben, dass in unserer Nähe quasi auch ein Krieg ausgebrochen ist jetzt so. Und jetzt will ich mal die Menschen so dazu befragen, was es so mit denen macht, beziehungsweise was deren Gedanken dazu sind. So. Ja, am Anfang war es schon hart, aber mittlerweile kümmere ich mich darum. Weil ich das nicht beeinflussen kann und ich mache mein Ding, ja. Klar hoffe ich, dass die Menschen da nicht so viel leiden müssen. Die ganzen Menschen, die flüchten müssen, ist natürlich traurig, aber wie gesagt, ich kann da nichts machen, also. Ich guck mir das nicht an. Nee, gar nicht. Du willst nicht davon irgendwie negativ runtergehen. Genau. Ja, es ist halt so, also war das bei dir auch so, dass es, weil es in der Nähe war, erstmal so ein bisschen schockierender war als die anderen Kriege, die auf der Welt so passieren, oder macht das für dich keinen Unterschied? Klar, ist schon näher und die flüchten ja wieder in unsere Richtung, aber nee, Krieg ist Krieg, ja. Menschen, die sterben und am Ende tun mir nur die Kinder und die Frauen leid, ne? Klar, die Männer auch, aber ich meine, die am meisten leiden die Frauen und Kinder dort und dann, die können nichts. Die haben keine Chance. Ja, viele Menschen leiden, leider. Ja. Was denkst du denn, was wir da... Also du sagst, wir können dazu gar nichts beitragen irgendwie, wir können gar nichts machen? Nee. Naja, man könnte ja schon so ein bisschen helfen, ne? Man könnte irgendwie Flüchtende aufnehmen vielleicht. Ja, genau, habe ich auch... Ja, will ich auch machen, aber... Habe ich auch angemeldet, aber kam noch nichts. Wegen Familie aufnehmen oder so, klar. Ja, habe ich angemeldet, aber... Nee, sind wohl gut versorgt. Cool, ey, es schockt mich voll, dich zu sehen, ich schiss dir, Alter. Er dreht sich so um, ich guck ihm in die Augen, ich sag, er sagt, wie heißt ich? Ich sag, Bruder, ich kenn dich mal. Ja, ist auch schon lange her. Ich hab sofort diese Energie in deinen Augen, ich hab das sofort das gleiche Gefühl gehabt wie damals, so krass. Krass. Ja, cool. Alter. Krass, Digga. Peace, Freunde. 3, 2, 1, go. Yes, Freunde, das war's jetzt gewesen mit dem Video. Leider war der Akku von der Kamera leer, deswegen konnten wir kein Outro drehen. Ich mach das jetzt hier schön in meiner Waldhütte, Digga. Ich küsse euer Herz, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Gedanken zu dem Video, zu dem Thema, was wir geredet haben, in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Video it out, man. Habe ich hier gerade fertig gemacht. Also, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Be unique, dabei ist alles. Lasst euch nicht unterkriegen und vor allen Dingen, lasst euch nicht verarschen. I love you. Peace.